Joa, da ist das Game gerade gecrashed. Und wir sind wieder an einer Stelle, wo wir erst wieder das mit dem Seil hier und alles machen müssen. Nein, das geht so nicht. Der Schlauch ist zu breit. Also erstmal hochklettern. Genau, jetzt haben wir den Schlauch ans Gitter gemacht. Alles klar. Deswegen müssen wir uns jetzt gleich nochmal kurz eben nochmal neu machen. Hier genau am Regal. Da kriegen wir die Halterung. Was ist das? Wow. Ja, das haben wir ja alles schon gemacht. Das kann ich jetzt mal kurz überspringen hier. So, die Umlenkrolle. Nimm die mal. Genau, dran machen. Das Seil da durch. Ich habe die Umlenkrolle an der Halterung. Ja, genau, das hatten wir ja alles. Okay, also ich weiß, du hast es am Gitter gemacht. Ich muss mal eben kurz was trinken, Leute. Aber jetzt hast du das ja hier oben dran. Warte, hier war noch irgendwas, oder? Kletterst du hier gerade hinunter? Nein, nein, nein. Ja, nur noch. Es geht ja nicht. Vergeben. Keine Chance. Und zwar schnell. Ein Dock. Ja, geh nochmal runter. Also den Schlauch benutzen mit. Krass, nochmal am Gitter befestigen. Also normalerweise müssen wir doch jetzt eigentlich hier raus. Ich kann mich leider nicht zum Auto bewegen mit dem Schlauch. Lass mich mal kurz die Adventure-Punkte benutzen. Da, da, da. Umlenkrolle, klar. Benutze den Schlauch mit. Klettere hoch. Ach! Betrachte die Kransteuerung. Da ist noch was. Ha! Und jetzt den Schlauch mit der Kransteuerung. Ja, jetzt wird das doch gehen. Jetzt nehmen wir nochmal die Kransteuerung. Ich habe den Schlauch fest an den Haken geknotet. Das hast du gut gemacht. Ziehen wir das Ganze hoch und reißen so das Gitter raus. Also los. Ui! Das war lauter als erwartet. Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt. Und hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, um alle vor dem Doktor zu warnen. Unser Konstabler Oliver hat bestimmt nichts gemerkt. Die Schlaftablette. So, nach draußen in die Freiheit. Nein! Was Hallo? Ist das passiert? Alles okay? Dieses Schwein hat dir das Zeug nicht gespritzt. Du bist bald wieder auf den Beinen. Ruhe dich am besten aus, während ich... Oh nein! Bin gleich zurück! Hinterher! Hol dir den Schuft. Okay, wir können wieder spielen. Geh ins Salon, geh ins Neben, die auf den Salon. Ich kann Legrand im Salon sehen. Ich glaube nicht, dass Gebhardt ausgerechnet dorthin gelaufen ist. Also raus aufs Nebendeck. Bist du? Wo ist der Schuft? Der ist doch... Da ist er!
Nein! Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Alter, ja. Scheiße! Ui, das war knapp, Adil. Alter, hinterher! So ist das also alles passiert. Bleib da stehen. Ganz ruhig. Das sind doch alles alte Geschichten. Genau, und die interessieren mich jetzt gerade, die alten Geschichten. Was ist passiert? Was für alte Geschichten? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Warum quälen Sie mich? Ich habe doch nur... Ich habe sie geliebt. Sie hat mich verraten. Es war ihre Schuld. Wegen ihr klebt Blut an meinen Händen. Okay, ich sitze gerade hier und wundere mich jetzt. Die Baronin? Sie sprechen von der Baronin? Sie war ihre Schwester. Ich habe sie geliebt. Von ganzem Herzen. Sie waren Juden, wissen Sie? Aber mir war das egal. Ich habe sie versteckt, als es gefährlich für sie wurde. Ich habe sie versorgt. Ich habe ihnen Essen gebracht. Ich war in der Partei. Und trotzdem versteckte ich sie. Und ihre ganze Sippe. Sie haben ihr Leben für eine Frau, die sie liebten, riskiert. Und 30 Jahre später ermorden sie ihre Schwester? Ich habe ihren Bauch gesehen. Ich war so wütend. Er war einer von ihnen, wissen Sie. Sie haben mich nur ausgenutzt. Ich versteckte sie. Ich brachte ihnen zu essen. Und sie dankten es mir, indem sie hinter meinem Rücken über mich lachten. Was haben Sie getan? Im Waldhof. Im Keller verstecken sich Juden. Bewaffnete Juden. Wir müssen sie ausräuchern. Und das haben wir getan. Alter, krass. Da finde ich gut, dass das jetzt ja auch beleuchtet wird. Ich bin erstmal dafür, dass du von der Kiste steigst. Ich habe nur Angst, dass wenn ich das jetzt sage, du jetzt runterspringst. Mord an Familie, Mord an Baronin? Kommen Sie doch erst einmal da runter. Wozu? Damit du mich umbringen kannst? Ich habe nicht vor, irgendjemanden umzubringen. Oder damit du mich in ein ägyptisches Gefängnis stecken kannst? Oder in ein israelisches? Nein. Was erwarten Sie? Sie haben eine ganze Familie ermorden lassen. Ich bin ein Ehrenmann. Und ich erwarte auch von anderen, dass sie nicht... Sie hat sie nicht geliebt und erwartete ein Kind von einem anderen. Und deswegen haben sie verraten. Es war ihre Schuld. Sie hätte mich nicht hintergehen dürfen. Ich habe sie doch gerettet. Ich habe mein Leben für sie riskiert. Viele Monate lang. Und dann haben sie all das weggeworfen und sind zum Mörder geworden. Ich bin kein... Ich bin... Alter... Üble Geschichte. Die tote Baronin im Bauch dieses Schiffes beweist das Gegenteil. Ich habe sie nie getroffen. Damals in Ostpreußen. Sie war die große Schwester, die kluge Schwester. Sie studierte Kunstgeschichte in New York. Sie versuchte, ihre Familie aus Ostpreußen herauszuschaffen, aber das wusste ich zu verhindern. Sie sagen, sie liebten sie, aber sie wollten ihr und ihrer Familie ein Leben in Sicherheit verwehren? Sie waren sicher. Ich beschützte sie. Ich bin nur für sie in die Partei eingetreten. Ich hatte Kontakte. Ich hielt meine schützenden Hände über sie. Sie wollten sie nicht gehen lassen, weil sie in ihrer Nähe haben wollten. Sie hat ihrer Schwester vor dem Krieg Fotos geschickt. Gestern in Venedig muss sie mich erkannt haben. Ich jedenfalls erkannte sie sofort. Die Baronin hat ihre Fotos durchwühlt, stimmt. Im Krieg konnte sie mir nicht habhaft werden. Und nach dem Krieg bin ich untergetaucht. Mir einen neuen Namen gegeben, einen neuen Lebenslauf, ein neues Leben. Und dann stand sie da, wollte alles zunichte machen. Also musste sie sterben. Ich wollte das nicht. Sie hat mich dazu gezwungen. Warum muss sie auftauchen und alte Geister wecken? Kommen Sie runter. Nein, ich werde es beenden. Hier und jetzt. Warum wollen Sie sich umbringen? Ist das nicht offensichtlich? Er kann sein hohles, verlogenes Leben nicht mehr ertragen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ein Mann, der Phrasen von Anstand und Ehre drischt und dabei selber nur ein Feigling ist.
der aus verletzter Eitelkeit unermessliche Schuld auf sich geladen hat. Bleiben Sie stehen! Die Baronin hat Ihnen einen Spiegel vorgehalten, oder, Doktor? Und Sie hassten, was Sie darin sahen. Also haben Sie den Spiegel zerschlagen. Doch die Geister der Vergangenheit glotzen Sie immer noch an. Ist es nicht so? Nein. Totenschädel mit hohlen Augen, voller Abscheu. Lassen Sie das. Er treibt ihn in den Selbstmord. Och, jetzt hast du die ganze Stimmung kaputt gemacht. Ich hätte ihn beinahe so weit gehabt. Und du? Solltest du nicht Anweisungen befolgen? Solltest du mich nicht unterstützen? Ich werde nicht... Das war keine Frage. Entschuldigen? Keine Toten? Was soll das alles überhaupt? Jetzt will der Inch auch den Doktor loswerden. Aber interessante Nebengeschichte mit dem Doktor. Ich will keine Toten, aber ich verstehe nicht, was all das hier soll. Das musst du auch nicht. Schau zu und lerne. Nein! Nein, nein! Was soll das? Sie wollten doch eh springen, oder sollten zumindest. Inch! Ich helfe ihm doch nur. Er ist ein Feigling und braucht Motivation. Los, hopp, hopp, spring! Sie sind der Butler der Baronin, oder? Ich wollte Ihre Herren nicht ermorden. Ach, vergeben und vergessen. Wenn ich es bitten dürfte. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Warum tun Sie das? Nichts Persönliches. Oder doch irgendwie schon. Sie sind ziemlicher Abschaum, oder? Vor allem aber wird uns Ihr Tod Inspektor Legrand vom Hals schaffen. Der Inspektor? Was habe ich mit dem zu schaffen? Ihr Bekennerbrief. Darin gestehen Sie, der Rabe zu sein und die Baronin ermordet zu haben, weil sie Ihnen auf die Schliche gekommen ist. Das ist doch Blödsinn. Natürlich ist es das. Aber die Leute sind gewillt, fast alles zu glauben, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Die Presse wird es lieben. Der große Legrand hat wieder zugeschlagen. Interviews, Händeschütteln, dringende Telegramme aus der Heimat. Der Gute wird sich dem nicht entziehen können. Und bis sich der Sturm gelegt hat, ist alles vorbei. Alter, lass ihn am Leben. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Warum nicht? Er ist ein Schwein. Sein Tod hilft uns und er ist ein Zeuge. Lassen wir ihn laufen, wandern wir beide in den Knast. Und trotzdem werden wir ihn nicht ermorden. Sie haben uns in diese Situation gebracht. Und solange ich lebe, wird in meiner Gegenwart niemand umgebracht. Nein. Super! Da wendet sich das Blatt. Da freue ich mich doch gerade. Kann nicht beide umbringen? Doch, er kann beide umbringen. Er braucht mich noch. Er soll es versuchen. Nee, ich glaube, er braucht mich halt noch. Alter, was eine Situation gerade. Scheiße. Aber ist er so skrupellos geworden, der Rabe? Ich muss für Sie die Drecksarbeit im Museum machen. Deshalb werden Sie mich nicht erschießen. Und ihn auch nicht. In Ordnung, du hast gewonnen. Guck mal, so einfach geht das. Ich wusste es. Eis. Was soll das? Oh! Du wirst nie wieder so mit mir reden. Haben wir uns verstanden? Ich brauche dich, um das Auge zu stehlen. Doch ich könnte eines Tages von einem Gefühl des Hasses überwältigt werden, das mich das Auge vergessen lässt. Und dann gibt es noch schlimmere Dinge, die ich mit dir anstellen kann, als dich zu erschießen. Ich schlage vor, du gehst zurück in deinen Käfig. Du musst in Kairo fit sein. Ich habe noch einen Bekennerbrief zu fälschen. Der Typ geht definitiv über Leichen. Letzter Akt. Das Ende des Raben. Ein Teil von mir will den ganzen Plan über Bord werfen und zurück nach Europa. Was, wenn etwas schief geht und Legrand uns auf die Schliche kommt? Undenkbar, wenn hier etwas passieren würde. Es darf einfach nicht schieflaufen. Und da sind wir in Kairo. Und wir wissen also auch, was mit unserem Doktor passiert ist. Mr. Jamal, schön, dass Sie es einrichten konnten. Bringen wir es hinter uns. Immer noch sauer wegen des guten Doktors? Geschockt, angewidert. In weniger als 2 Stunden bist du mich los. Und ich dich. Genau, und da wollte ich gerade mal drauf ansprechen, dieser Mr. X. Ich habe das jetzt leider nach dem
zweiten Akt, den wir gezockt haben, nicht mehr so ganz im Kopf, wegen dem Mr. X. Das scheint ja irgendwie der Drahtzieher zu sein, weil der hat ja auch von Mr. X gesprochen. Ich weiß aber gerade nicht mehr die Rolle von Mr. X. Oder ob Mr. X jetzt der Rabe ist, aber er ist doch der Rabe, weil ich bin immer noch verwirrt wegen dem, ja, der Rabe hat ja sowas nie gemacht, wie Mord begangen oder Verletzte gefordert. Deswegen wurde er auch quasi von unserem Zellner so ein bisschen verehrt. Aber er ist ja der Rabe. Ich meine, das hat er doch gesagt, oder? Nun, wegen dem Mr. X bin ich halt gerade ein bisschen durcheinander. Das ist aber ja anscheinend unser Drahtzieher, aber wir sprechen ihn jetzt gleich mal darauf an. Wie geht es weiter? Mein Ablenkungsmanöver hat wunderbar funktioniert. Die Presse belagert die französische Botschaft und Legrand wird sich dem nicht mehr lange entziehen können. Er sollte in wenigen Minuten mit dem Tresor hier ankommen. Und dann wird er den ganzen Nachmittag alberne Reporterfragen beantworten müssen. Deswegen schlagen wir jetzt schon zu. Eine bedauerliche Notwendigkeit. Ich hätte den großen Auftritt heute Abend bei der Gala bevorzugt. Aber ja, sobald der Tresor in der Schatzkammer und Legrand verschwunden ist, schlagen wir zu. Ein toller Plan, den kenne ich ja. Haben Sie Mr. X schon getroffen? Er ist um einen Briefumschlag voller Geldnoten reicher. Den Plan hat er unter die Statuette des Imhotep gelegt. Plan? Ein Grundriss des Museums. Kein, wie man ihn überall bekommen könnte. In diesem sind die geheimen Zugänge, Keller und Dachkammern verzeichnet, die der Widerstand während des Krieges genutzt hat. Darum ging es also. Hol den Plan. Es gibt einen Keller unter der Schatzkammer. Der Zugang muss auf dem Plan verzeichnet sein. Öffne ihn und gib mir Bescheid. Ja, die Dachkammer haben wir ja entdeckt und alles. Und wie geht es dann weiter? Das wirst du erfahren, wenn es soweit ist. Aber... Ja, der Mord am Doktor, das war schon ein starkes Stück, mein Freund. Wird es wieder Tote geben, hier im Museum? Wenn du dich dieses Mal an meine Anweisungen hältst, nein. Sollten Menschen gefährdet sein, werde ich die Aktion sofort abbrechen. Ich töte nicht aus Spaß, sondern nur, wenn es sein muss. Muss es denn jemals sein? Manchmal gibt es gute Gründe. Zum Beispiel aus Rache, wenn man hintergangen wird. Also gut, ich werde Imhotep einen Besuch abstatten. Wir sehen uns dann im Keller. Braves Äffchen. Pass mal auf, dass ich dich nicht... Ach so, das Museum ist bis morgen für normale Besucher gesperrt. Und wie soll ich dann... Dir wird schon etwas einfallen. Also wieder einen Weg finden, um da reinzukommen. Man braucht mir ihn also gar nicht verabschieden. Wir fahren einfach mit dem Wagen. Hoffentlich kommen die Besitzer nicht gerade zurück, wenn ich mich an ihrem Transporter zu schaffen mache. Handwerker sind nicht gerade für ihre ruhige, verständnisvolle Art bekannt. Nicht. Öffne mal die Tür. Links keiner, rechts keiner. Abgeschlossen. Ach, war ja klar. Scheiße, alles ist immer abgeschlossen hier. Die Tür ist abgeschlossen und ich will die Scheibe nicht einschlagen. Jemand könnte das Geräusch hören und die Polizei verständigen. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, ja. Ich schätze, die Handwerker befinden sich ganz in der Nähe. Wenn nicht im Museum, dann in einem der anderen Gebäude hier am Platz. Betrachte den Transporter. Haben wir ich schon schätze, gemacht, die Hand... Ja. Okay. Genau, die Leiter habe ich sofort ins Auge gefasst gehabt, gerade im Hintergrund. Ist doch klar, dass wir da irgendwie bestimmt vom Transporter aus kommen. Interessant. Eine Feuerleiter. Vielleicht kann ich mir übers Dach Zugang zum Museum verschaffen. Die Leiter hängt zu hoch, um sie von hier unten zu erreichen. Im Falle eines Feuers sollen sich die Leute das letzte Stück vermutlich einfach fallen lassen. Interessant. Ich bin dafür. Schiebe den Transporter nach hinten. Genau, du steigst auf den Transporter und springst von da aus hoch. Hab ich doch gesagt. Tust du halt. Schieb. Komm, Kleiner. Du hast zwar nicht so viele Muckis, aber... Keine Chance. Die Handbremse ist angezogen. Ja, dann hochheben. Ja, und deswegen musst du doch die Tür öffnen. Shit.
Wir haben auch nichts mehr. Scheiße. Wir haben nichts mehr im Inventar. Geht zum Eingang des Museums? Ja, lass dich mal entdecken. Geh mal die Treppe hinauf. Aha! Ein Dackel! Rede mit dem Hund. Wuff, wuff! Na, wer ist dein kleiner Hübscher? Wer ist denn das? Ach, das ist doch der Dackel vom... Süße kleine Lady. Das ist doch der Dackel vom Museumsbesitzer, oder? Ich mag Hunde. Zu Hause in Spanien hatte ich einen Schnauzer, der mir überall hin nachgelaufen ist. Er war schon alt, aber der treueste Freund, den man sich wünschen kann. Ja, ich mag auch Hunde. Können wir den mitnehmen? Ich würde gern weiter mit dem Kleinen spielen, aber das bringt mich kaum ins Museum. Ja, Deal ist sogar auch ein Zauberer, wie ihr gerade sehen könnt. Ach, guck mal einfach. Lol, wir können einfach so ins Museum. Das Museum ist heute geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Die Stimme ist auch sehr bekannt. Bitte. Aber da sind doch Besucher im Museum. Handverlesen von Direktor Mokhtar. Oder Sie haben eine Einladung. Gibt es eine Chance, an so eine Einladung zu kommen? Für dich? Nein. Bisschen abwerten, mein Freund. Können Sie mich nicht bitte reinlassen? Mein Schiff fährt heute Abend und ich kann Ägypten doch nicht verlassen, ohne eine Mumie gesehen zu haben. Besorg dir eine Schaufel und geh in die Wüste. Vielleicht hast du Glück. Dann eben nicht. Wiedersehen. Muss nicht sein. Zu freundlich. Ehrlich, richtig freundlich, der Typ. Ich möchte den Dackel echt gerne mitnehmen. Aufgrund von Aufbauarbeiten für die große Die Augen der Sphinx-Ausstellung ist das Museum heute für die Öffentlichkeit geschlossen. Auf dem Plakat hat die Sphinx noch zwei Augen. Man sollte ihr eine Augenklappe verpassen. Nicht so lustig, mein Freund. Ich mag den Dackel. Ich würde gern weiter mit dem Kleinen spielen. Ja, gut. Ja, wir müssen da... irgendwas machen. Wir müssen die Tür halt irgendwie gerade aufkriegen. Die Tür ist abgeschlossen und ich will die Scheibe nicht... Wir müssen hier wieder irgendwas finden, dass sie gerade so... Guck mal, das ist eine Anhängerkupplung, genau, dass sie irgendwo so gerade versteckt ist, dass man nur durch Glück entdecken kann. Da steckt ein aufgeschnittener Tennisball auf der Anhängerkupplung. Das wird manchmal gemacht, um die Kupplung zu schützen und die eigenen Hosenbeine vor der Schmiere. Haben wir ihn jetzt? Nimm den Tennisball. Bitte. Hab ihn. Du hast ihn. Ich habe schon so eine kleine Idee, was wir mit dem Tennisball machen können. Ich glaube, wir hatten damals auch mal sowas an Anhängerkupplung, so einen Tennisball drauf gehabt oder so. Ich glaube, der Dackel war ja auch verschwunden, ja, ne? Vielleicht ist das was für sie. Willst du den haben? Für sie? Oh, guck mal. Ja, und jetzt? Ja, das gefällt dir, oder? Ja, das gefällt dir. Das magst du, oder? Ach, können wir vielleicht... Wirf den Tennisball ins Museum und so denkt dann vielleicht die Wache, wir sind ein Freund vom Direktor. Na? Wer will Komplize bei einem Einbruch werden? Ja, wer will Komplize werden? Du willst Komplize werden! Ach, was soll denn das? Komm her, du... Na, ach, da! Ach. Bleib bloß weg, du Mistvieh! Nächstes Mal drehe ich dir den Hals um und wenn es mich den Job kostet. Geh rein. Hey.
Warum bist du nicht reingegangen? Da hast du dir einen Feind gemacht, Kleiner. Ja, können wir das dann jetzt nochmal wiederholen? Damit er jetzt irgendwie wütend wird? Sehe ich das mal! Nein. Siehst du, genau so. Jawoll. Sind wir gut? Alter, doch nicht da verstecken. Wir sind im Museum, das ist riesengroß und du versteckst dich hier? Super, du Idiot! Du Trottel! Wir sind in einem riesengroßen Museum und du versteckst dich ausgerechnet in dem Häuschen vom Wachtmeister hier? Um Gottes Willen, Leute. Und ob wir es schaffen, hier nächste Mal unbemerkt rauszukommen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge oder vielleicht in derselben Aufnahme. Mal schauen, wie ich das schneide, denn ich mache jetzt hier eine kleine Pause. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Alter, Adil, das ist eine blöde Idee, mein Freund. Das ist jetzt echt dumm hier. Ah, du hättest dich überall verstecken können. Im Sarkophag, irgendwo anders, keine Ahnung. In der Haupthalle, aber doch nicht genau bei ihm. Das wird schwierig für uns, hier rauszukommen. Ich hoffe, wir schaffen's. Und das wird jetzt spannend, hier rauszukommen.